Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Runde Dark Souls 3. Wir haben in der letzten Runde grandios gegen einen Mimic versagt. Und werden das jetzt nicht mehr tun. Jetzt laufen wir zurück nach draußen. Diese kleine Abkürzung hier gefällt mir sehr. Dann werden diese feuerspuckenden Blödmänner dran glauben. Haut ruhig euer Feuer da rein. Und dann hole ich mir euren Freund. Ja, einmal noch schießen. Perfekt. Jetzt verstecke ich mich nochmal hier hinter. Gut, dass ihre komischen Kreuze nicht so viel Reichweite haben. Schießen die hier gegen? Ja. Immer von der Seite, ey. Oh, die Typen sind echt nicht mehr da. Das ist gut. Das gefällt mir. Was allerdings noch da ist, sind die Riesen. Da, ich glaube, zwei Stück leben noch. Ich gucke erstmal, was hier noch liegt, ob hier noch was liegt. Den Bogenschützen haben wir auch neulich schon. Da ist ein Item. Große Titanitscherbe und wo liegen noch Items? Da vorne liegt keins, das ist nur Schnee. Lass mich kurz schauen. Du lebst nicht. Der lebt. Und der da sitzt, lebt. Eine Glut und Abmarsch. Da vibriert bei mir direkt mal der Controller rum. Kann ich denn irgendwie. Ich hab doch Magie. Oh, das macht viel Schaden. Headbuttet er einfach mal eiskalt den Boden. Und er droppt eine kleine Titanitscherbe. Sehr schön. Ich habe das Gefühl, da kam ein Pfeil von oben geflogen. Oh. Run, run. Die Treppe ist der Safe Spot. Hallo? Bist du tot? Okay, ist gut. Puh. Und eine weitere kleine Titanitscherbe. Ich habe das Gefühl, die kann man hier ganz gut farmen. Schön. Schön. Haben wir diesen Ort auch zu unserer Bitch gemacht, würde ich sagen. Ich habe das Gefühl, hier befindet sich eine unsichtbare Wand, natürlich. Wenn da schon so viele Dinge vorliegen, gibt es keine andere Möglichkeit. Ist das Wasser? Will ich hier sein? Nee, ich will nicht sein. Noch nicht.
Vor allem will ich hier nicht mit 16.000 Seelen sein. Erstmal, erstmal gucken, was wir sonst noch finden, ne? Zum Glück können die keine Leiter noch klettern. Ist hier auch noch eine? Nee. Nee. Gut, hätte er sein können. Man muss ja alle Möglichkeiten ausschließen. So, was haben wir hier oben? Gucken wir mal kurz. Nichts erstmal. Keine bösen Augen, die in der Luft schweben, weil der Rest nicht zu sehen ist. Dann Items. Ein Item. Eine Titanitschuppe. Nice. Okay, das ist auch der Außenbereich. So. Oh nein. Ich krieg Anolondo-Flashbacks. Alter. Ich habe einen verdammten Pfeil im Arm. Nee, in der Brust. Ja, doch, ziemlich in der Brust. Alter, wo wusste der, wo ich langlaufe? Nein, da kann er mich treffen! Okay. Wo starte ich denn jetzt wieder? Oh nö, ganz oben! Oh nö! Also unten meine ich, in der Kathedrale. Oh nö! Oh nö! Na gut. Nur ein einigermaßen großes Problem. Das größere Problem ist, ich habe 16.000 Seelen gehabt und würde ungern mit denen an diesen Jungs vorbeirushen. Deswegen dauert es jetzt leider ein wenig länger. Aua, von wo kam der denn? Ich habe gesehen, dass er gecastet wurde. Komm, schieß! Ich hab ihn natürlich aus dem Weg gekloppt. So wie ich bin. Alter, ich bin echt ein bisschen dumm. Ich finde diese feuerresistenten Bäume übrigens echt cool. So. 4800 Seelen geben die pro Typ. Alter Verwalter. Oh, die Riesen bleiben sogar da. Vielleicht kann man die dann wirklich ein bisschen farmen. Für Titanitscherben und so. So, das Problem, das ich jetzt mit diesen beiden Affen habe, liegt ja auf der Hand. Ah.
Wie kriege ich den zweiten angelockt? Perfekt! Folge mir! Nein. An dieser Stelle erwischen? Nee, ne? Kommst du? Aua. Dann näher gekommen? Nee. Oh, dann habe ich fast getroffen. Holy moly. Ernsthaft? Hätte ich gewusst, dass das so einfach geht. Nein, das ist noch einer! Oh Gott. Motherfucker, ey. Ich war so im Anor-London-Modus, dass ich davon ausgegangen bin, höhö, das sind doch bestimmt nur zwei. Aber nein, es sind drei. Drei bekackte Bogenschützen. Das ist so ätzend! Ich habe das Gefühl, ich hänge hier echt an einem viel zu... Was macht die? Die haben irgendwie komisch geredet. So, da sind wir wieder. Tatsache, sind drei. Einer da und der da. Hm.
Was? Ich hasse es. Ich hasse es so doll. Vor allem habe ich das Gefühl, ich rede eigentlich viel zu wenig dafür, dass ich so unkonzentriert bin. Mann, ey. Vielleicht, warte. Nein, nicht reisen, Zauber einstimmen. Ich will jetzt erstmal ausprobieren, ob der da mehr Schaden macht als der andere. Was ist das nochmal? Eisenfleisch. Das ist eine Pyromantie, wollte ich gerade sagen. Kann ich gar nicht benutzen. Es ist Arno Londo all over again. Aber zum Glück haben wir, Entschuldigung, opa, wo kam der denn her? Rausgefunden, dass wir hier ziemlich easy eigentlich vorbeirennen können. Naja, fast ziemlich easy. Ne, die hauen mich jetzt schließen sie sowieso gegen die Mauer. Das Problem, das ich hier an der Stelle habe, ist, ich könnte das auch ein wesentlich einfacher machen, indem ich einfach mal so ein hier eine Glut reinballere. Aber komm, mach mal den Sprung. Genau den. Nicht dein fucking Ernst, du. In den Rücken! Das macht man doch nicht. Der geht wieder zurück! Gottes Willen, ey. Ich überlege, ob ich echt nochmal versuchen soll, dran vorbeizurennen. Ich meine, was habe ich zu verlieren? Nicht wirklich was. Es sah auch nicht wirklich so aus, als stünden die einem da im Weg rum. Warte mal kurz. Wie viel Schild hat der denn? Nur 5, ne. Oh, aber dafür ganz schön viel Dunkelschaden. Und der Lebensentzug. Wenn man die Finstern upgraden könnte, dass der 100% physischen Schaden blockt, das wäre ziemlich cool. Ich versuch's mal mit durchlaufen. Und wenn das nicht klappt, oder nur sehr knapp klappt, dann werden wir das... Oh, shit. Dann werden wir das nochmal probieren bei der nächsten Folge. Ganz kurz gedacht, ich hätte gerade das Geräusch von fliegenden Seelen gehört. Boah, da muss ich mich geirrt haben. Kann man nicht auch da hochlaufen können? Nein, scheinbar nicht. Wir werden es sehen. Oh ja, bitte. Ich muss meine 0 Seelen aufheben. Oh, warte mal. Ich habe irgendeine Asche aufgehoben. Und ich stehe sogar an einem Ort, wo ich das ganz leicht mal nachgucken kann. Wo ist denn die Asche? Nee, das Abfall... Hier die Asche mit bei? Nee. Da die Asche mit bei? Nee. War da die Asche mit bei? Nee, da sind nur die Folien. Da! Asche des Osthändlers. Aha. Ist dieser ominöse Osthändler etwa
Der Rüstungsverkäufer aus Dark Souls 2. So, da kann ich theoretisch runterspringen. Muss ich aber nicht. Oh mein Gott! Warum steht der da? Oh Gott! Die hören einfach nicht auf. Aufzug? Pretty please? Traurigkeit, Frau. Oh, da geht's raus. Nein, das Gewinn! Moment. Moment. Warum ist denn Bild eine Statue von Lord Gwyn? What is this? Nachricht lesen. Versuch springen. Mhm. Lass mich kurz diesen Blutfleck berühren. Hm. Oh, warte. Ich kann einen Hebel ziehen. Oh, Moment. Nein. Na, Moment. Ist das hier? Das kommt mir alles sehr bekannt vor aus einem anderen Spiel. Not a fucking Moment. Das ist fucking Anor Londo. Also jetzt mal im... Das ist doch jetzt wirklich ernsthaft verdammt nochmal Anor Londo. Jetzt mal ohne Witz. Aber 1:1. Das ist Anor Londo. Guck, da vorne. Hier, ja, das ist... Ja, da geht's die Treppe. Das ist Anor Londo. What the hell? Es ist Anor Londo! Warum ist Anor Londo in diesem Spiel? Was ist hier los? Okay, ich setze mich erstmal hier ran, werde das ein bisschen verarbeiten und daran denken, dass ich vielleicht nochmal zurück sollte, um zu gucken, was passiert, wenn ich es schaffe, die ganzen Silver Knights fertig zu machen. Dass das hier Anor Londo ist, dürfte übrigens auch erklären, warum es so viele waren. Und dann schauen wir mal, wie viel Spaß Anor Londo hier noch für uns bereithält. Na gut, macht es gut, bis zur nächsten Folge. Ciao!